Hey Leute, heute geht es um Scoreboard-Stats. Das Video soll mein altes ablösen. Oh, wenn ich mir das nochmal so ansehe. Ei, warum schreie ich da so blöde rum am Anfang? Oder allgemein? Ey. Nun gut, okay. Mit Scoreboard-Stats lässt sich die Scoreboard-Anzeige rechts am Bildschirm konfigurieren. Auf der Plugin-Seite selbst finden wir eine Liste mit den Möglichkeiten, die das Scoreboard anzeigen kann. Unter anderem lassen sich Spezialzeichen mit ins Scoreboard integrieren. Eine Liste dafür gibt es auch auf der Plugin-Page. Was dort auch zu finden ist, ist eine Funktion mit dem Plugin Individual Signs zusammen mit Scoreboard Stats, die Schilder mit Stats erstellen kann. Ladet euch das Plugin herunter und fügt die Jar anschließend in euren Plugin-Ordner ein. Danach erstellt sich im Plugins-Ordner selbst ein Ordner für Scoreboard Stats. In diesem Ordner finden wir eine Config, die wir uns gleich ansehen werden. Ist der Server zusammen mit dem Plugin gestartet, so kann auf diesen das erste Mal gejoint werden. Okay, funktioniert soweit. Jetzt möchte ich anhand eines Kommentares zeigen, wie man nun sein gewünschtes Scoreboard hinkriegen kann. Also, es soll nur auf einer Welt funktionieren und dort sollen die Top 5 Spieler stehen, die am meisten Spieler getötet haben. Gehen wir zunächst in die Config. Ganz oben haben wir den Kompatibilitätsmode für andere Plugins, die in dieser Klammer stehen. Habt ihr diese, so könnt ihr das auf True stellen. Habt ihr sie nicht, zum Beispiel ich nicht, dann stelle ich das einfach mal auf False. Disabled Worlds. Dort müssen wir jetzt nach unserem Beispiel alle Welten aufgelistet haben, bis auf die Welt, wo Sky PvP ist. Leider kenne ich nicht die Namen, also schreibe ich einfach mal World 1, World 2 und World 4. Und in der World 3 befindet sich dann Sky PvP, also schreiben wir diese Welt nicht dort hinein. Hide Vanished, True bedeutet es, dass versteckte Spieler, also die User, die in den Hide Mode gehen, nicht vom Plugin registriert werden. Andersrum auf False nicht. Darunter finden wir dann die beiden Scoreboards. Dort können wir den Titel ändern. Beim Update Delay können wir einstellen, wie lange es immer dauern soll, bis das Scoreboard wieder die Daten aktualisiert. Unter Items dann können wir einstellen, was denn nun genau angezeigt werden soll. Zu Anfang zeigte ich eine Liste mit Möglichkeiten, die können wir nun hier eintragen, mit dem entsprechenden Titel davor. Ihr wisst am besten, was ihr haben wollt und was nicht, zumindest ist es leicht auszuprobieren. Denn ihr könnt einfach schnell in der Config alles bearbeiten, um dann fix auf dem Server den Befehl /sidebar-reload einzugeben, um das Plugin zu reloaden. Funktioniert allerdings nicht immer, von daher einfach mal einen kompletten Server-Reload machen. Ab und an braucht es dann sogar einen kompletten Server-Restart. Unter anderem können wir noch /sidebar eingeben, um sie zu deaktivieren und wieder zu aktivieren. Enable PvP-Stats kann aktiviert werden, damit die Stats in der Klammer funktionieren. Für unser Beispiel muss es auf True gestellt werden. Temp Scoreboard Enabled ist ein zweites temporäres Scoreboard, das eine Top-Anzeige erstellen kann. In unserem Beispiel True. Darunter finden wir dann dieses Temp Scoreboard. Hier ist allerdings nur ein Wert erlaubt. Wie oben können wir auch hier die Farbe anpassen. Hier unten als Extrapunkt und hier oben mit dem Und-Zeichen davor. Darunter können wir dann einstellen, wie viele Spieler angezeigt werden. Wer die meisten Kills hat, steht ganz oben und darunter dann die Spieler mit weniger Kills, also eine Top-Liste, einzutragen dann bei Items. Für unser Beispiel müssen wir nun kurz überlegen. Eigentlich wird nur eine Top 5 Anzeige verlangt, die normalen Stats sind gar nicht von Bedeutung. Nun kommen wir zu einem kleinen Bug. Intervall Show und Disappear sollen eigentlich die Sekunden sein, in der das Temp Scoreboard angezeigt und wieder verschwinden soll. Zunächst, wenn der Server frisch gestartet wurde, braucht das Temp Scoreboard ein Weilchen, bis es funktioniert. Auch wenn es zunächst nicht angezeigt wird, bald ist es da. Habt einfach Geduld. Inzwischen habe ich folgende Einstellungen für unser Beispiel eingestellt. Bei Show habe ich 2 und Disappear 30. Nun sieht das in-game so aus. Wenn sich das Plugin eingependelt hat, wird die normale Stats-Anzeige 2 Sekunden lang angezeigt. 0 oder 1 funktionieren leider nicht, dann stürzt das Plugin bei mir ab. Und 30 Sekunden wird nun die Top-Kills-Anzeige angezeigt. Dem Kommentar zufolge könnte man nun die Zeit der Top-Kills auf längere Zeit als 30 verschieben. Die Top-Kills nur anzeigen zu lassen, habe ich in meinem Versuch also nicht funktionstüchtig hinbekommen. Ich glaube auch, dass die beiden Punkte irgendwie anders funktionieren sollten. Aber vielleicht weiß einer von euch da mehr drüber. Dann noch eine Sache, die Stats der Top-Kills werden bei mir nur sehr langsam geupdatet, nahezu gar nicht. Es erfordert meistens einen Server-Restart.
Im Scoreboard-Ordner selbst befindet sich dann noch eine Config, in der wir unsere MySQL-Daten eingeben könnten. Kein Muss. Es könnte dadurch alles schneller gehen oder einfach auch so bleiben, wie es ist, also gar nicht. Ansonsten funktioniert das Plugin einwandfrei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir heute auch mal einen Kommentar mit hinzugezogen haben, um anhand eines Beispiels ein Plugin einzurichten. Wäre dem Kommentar Scoreboard aber zu instabil, dann könnte man auch auf ein anderes Plugin ausweichen. Schreibt am besten mal ein paar in die Kommentare. Auf die Schnelle habe ich nur Killstats gefunden, müsste aber zunächst noch ausprobiert werden. Okay, bei weiteren Fragen, Kommentar oder Pin an mich. Und wenn es das mal wieder gewesen ist, würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.